Sottele, moin moin und herzlich willkommen hier zu einer neuen, chilligen, ruhigen, entspannenden Folge Sons of the Forest mit unserem Deppen Kelvin, der wieder fleißig Baumstämme an meinen Räumen ist. Ich war so frei, habe hier nochmal ein bisschen gerodet, hier haben wir auch wieder ein paar. Ich möchte heute mit dir mal anfangen und gucken, dass wir unser Räucherhaus, ich nenne es jetzt Räucherhaus, ja, hier so hinsetzen, wo wir dann schön unsere ganzen Gestelle hinstellen können, um die Fische zu trocknen, weil die halten ja ewig, ne? Dann haben wir immer einen schönen, leckeren Vorrat an Fisch. Wir müssen nur mal gerade gucken hier hinten, wie groß das Ding ist. Und dann können wir gucken, ich glaube ja, zwei brauchen wir auf jeden Fall, zwei Breiten, ne? Wo wir das dann hinpacken. So, dass wir da viel drauf kriegen. Dann können wir Kelvin nämlich Fisch holen, schicken gehen. So, gucken wir mal, ob wir das heute hinkriegen. Sollte eigentlich locker klappen. Komm, trink nochmal. Ich würde gerne trinken. Hallo. Dankeschön. So, ich bin nämlich ziemlich sicher, dass es bald wieder Winter wird hier, wenn ich die Bäume so sehe. Alles goldgelb hier. Herbst ist auf jeden Fall schon, wie man sieht. Ja. Und gerade ist wieder ruhig. Während ich gefällt habe, war wieder extremer Wind. So, dann holen wir uns mal zwei Bäume. Der hier kommt erstmal weg. Den braucht kein Mensch da. Weg mit dem Ding. So, ich würde sagen, wir holen erstmal die von draußen. Bup, bup. Und gucken mal, wie wir die hier so hinlegen können. Ich will die gerne drehen. So. Kann man die hier so hinlegen, ohne dass er rummeckert? Da meckert er rum. Legen wir sie mal so hin, ja? So, eins, zwei... Noch einen dritten dran? Ja, wir machen noch einen dritten dran. Jetzt holen wir... Sag mal, geht's noch? Holen wir die mal hier raus. Dann kann er nämlich wieder da reinpacken. So und so. Dann können wir das hier dran machen. Und dann müsste da noch was dran. Gib her, jetzt hat er gerade alles fertig, ne? Hat er gerade alles fertig, der arme Kerl. So, und so groß müsste das Haus sein. Das ist gut, dass das hier so steht. Dann haben wir hier nämlich etwas gerade. Da haben wir so eine Straße dazwischen und da kann man halt rüber. Das geht dann hier um die Ecke. Das ist ja nicht schlimm, ne? Also das würde schon passen. Schauen wir mal, dass wir das so hinkriegen. So, machen wir erstmal auf jeden Fall den Boden. Der muss ja. Und das ist jetzt das Schöne, ne? Das ist das Schöne. Wenn wir hier so, zack, zack, jetzt jede Menge Holz hier haben. Wir brauchen noch welche für die Mitte, wo es lang geht. So. Und so. Noch einen bitte. Du fauler Hund. Du sollst dir Baumstämme holen gehen und nicht da rumsitzen. Und nichts tun. Ah, dieser Kerl. Unglaublich. Mach doch mal was hier. Dankeschön. Dankeschön. So. Ja, was soll man dazu sagen, ne? Was soll man dazu sagen? Außer OMG. Ja, genau, schmeiß sie weg. Machst du gut. Danke dafür. Rein da. Aber es ist Wahnsinn, wie schnell die Bäume weggehen. Echt Wahnsinn. Es kam übrigens schon wieder irgendwie ein 600 Megabyte Patch hier. Eben, bevor ich loslegen konnte. Musste ich runterladen. So, also wieder viele, viele Bugfixes. Keine Ahnung, was als gebugfixt wurde. Ich habe es nicht gelesen jetzt. Aber was ich weiß, ist, dass diese ganzen Holzglitches schon nicht mehr funktionieren. Auch schon vorher nicht mehr. Danke, Virginia. Danke. So. Du sollst Holz holen, du Pfeife. Hier, mach die Lager mal voll. Müssen wir mal gucken. Badam, bam, bam. So, zack. Was hier... dann noch möglich ist, ne, wegen den Baumstämmen, weil es ja Ewigkeiten dauert, bis da mal was nachwächst, wenn überhaupt was nachwächst. Ich bin da mittlerweile gar nicht mehr so sicher. Müssen wir mal gucken. So, da wir da hinten noch ein Haus haben, werden wir, wie gesagt, unseres hier ganz zum Schluss erst bauen. Jetzt brauchen wir erstmal so eine kleine Räucherkammer. Wie gesagt. Beziehungsweise das Haus, wo die leckeren Sachen aufbewahrt werden. So, passt das? Jo, einen brauche ich noch. Gib mal her. Rein hier.
So, das heißt, wir hätten wunderbar. Mensch, Kelvin, komm her, ich sag's dir nochmal, wie oft noch? Zack, zack, zack. Baue, hol, Fischstämme und Behälter füllen. Bitteschön, da draußen liegen noch einige rum. Die sollst du mal holen. Oh nein, wir kriegen Besuch. Virginia! Ich will hier. Ah, sie ist schon dabei, alles klar. Okay. Wo ist sie? Wo ist die am Ballern? Da. Virginia auf einer Hasenjagd hier. Der eine ist da hinten irgendwo hingerannt. Ich komme mal helfen. Ah, das ist der Große, ne? Jo. Der große Keulen-Harry. Wie er sich rumdreht und mich direkt wegballert, ne? Dankeschön. Hinten ja auch weg. So viel zu, ich helfe ihr mal. Sie hilft wohl eher mir. Das müssen wir auch noch ganz dringend machen hier. Stöcke. Ganz viele Stöcke drumherum. Zumindest schon mal die Ecke hier, wo sie immer rumhauen. Ja, gucken wir mal. Genau, du kannst arbeiten. Virginia passt auf. So, und ich reg mich auf. So. Einer hier ran. Einer hier ran. Danke, Virgie. Bup, bup. Raus hier. So, und dann muss das hier hin. Das wird wieder bei weitem nicht reichen. Wie immer halt. Wir kennen es ja, ne? Es kostet alles so viel Holz hier. Unglaublich. So und so. Aber von der Größe her reicht das, wenn wir die hier alle komplett voll machen. Das sollte locker reichen. Sehr schön. Rein da. Rein da. So, danke und danke. Klauen wir mal direkt wieder hier die Stämme. Dahin. Hierhin. Muss ja keine Riesenhütte sein, wie gesagt. Soll nur in Ruhe unsere Kollegen rein. So und so. Ich mops mir jetzt mal zwei Stämme, weil der Ralfi. Oder Ralfel hat eine gute Idee gehabt. Und zwar schreibt er: Moin Ede, eine ganz verrückte Idee. Bau doch in der Mitte vom Lager ein Türmchen, also Stamm auf Stamm, als Seilanschlag. Dann geh mit der Seilpistole weiter in den Wald rein, dass du rechts und links neben dem Seil schön abholzen kannst. Also quasi, dass eine Schneise entsteht. Im Übrigen habe ich ein Video gesehen, da reichte die Seilpistole vom Strand bis oben auf den Berg. Nur als Gedankengang am Rande. Wer weiß, ob das mit den Updates wieder geändert wurde. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Aber bauen wir mal gerade, bevor gleich wieder alle weg sind, bauen wir uns mal hier so ein Türmchen. Der hängt mit der Hand immer noch da durch. Okay. Setzen wir das mal hier hin. So. Dann können wir hier so einen runter machen, dass wir da hochlaufen können. Und dann können wir da noch einen drauf machen. Genau so einen hier. Gib mal her. Ich hoffe es zumindest. Eigentlich müsste das klappen. Und dann können wir da oben dann die Seilpistole dran machen. So, nö, darf ich nicht hier hinstellen. Okay, das ist natürlich doof. Warum? Warum darf ich die nicht hier hinstellen? Darf ich jetzt nur einen da drauf stellen? Was ist das denn für ein Kack? So, gucken wir mal. Jetzt? Nein. Schade. Aber so müsste das gehen. So, darf ich den jetzt hier? Haha, siehst du? Warum auch immer muss das so. Den darf ich wieder nehmen. Darf ich den hier nehmen? Nein. Also das muss so stehen bleiben, sonst kommst du da oben nicht dran. Aber es macht nichts. Das ist ja nur dafür da, damit der da schön oben dran geschossen werden kann. Gib mal her.
Haben wir jetzt das Eichhörnchen erschlagen? Nein. So, jetzt wissen wir schon mal, wie das aussieht. Wir können jetzt mal gucken, wie groß die hier werden für die Fische. Stammlager, Knochenlager, nee, Knochen und so, das kommt alles zu uns. Hier, Trockengestelle hätte ich gerne. Weil die sind nicht gerade klein, ne, wie man sieht. Wenn wir die so richtig in die Ecke stellen. Ich meine, wir haben hier noch Platz und kommen noch durch, ja. Das muss man sagen. So, können wir mehrere hinstellen. Zwei. Virginia, geh da weg. Bzz, raus hier. Keine Zeit für sowas. Drei. Ich mach das jetzt gnadenlos bis oben hin voll hier. Vier. Hier können wir immer noch so lang laufen und immer hier dran und gucken, ne? Und jetzt stellen wir noch ein fünftes hinten hin. Das sollte dann reichen. So, fünf. Genau so möchte ich das haben. Komm, ich helfe dir. Kann man nicht direkt von außen gucken. Siehst du, das wird niemals im Leben reichen. Das geht mir immer noch auf den Sack, dass wir jetzt die Lücke drin haben, weil die das da kaputt gemacht haben. Die pfeifen. Raus da, Virginia. Geh weg. Dankeschön. So. Die Frage ist, was machen wir da für ein Dach hin? Wir hatten doch den Kleinen hier hingeschmissen. Wo ist der hin? Wo ist der hin? Zack. Zack. So. Oh, das passt. Erstmal rundherum. Eins. Schön machst du das, Kelvin. Wunderschön. Wie du hier rumstapselst. Hey, 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 hey. So. Und so. Sehr gut. Bup, bup. Bup. Zack. Und zack. Gehen wir uns mal wieder hier welche holen. Die Frage ist, ich glaube, das machen wir gleich weg, hier das Seil. Und dann machen wir das wirklich mal da oben hin irgendwo. Mitten im Wald. So, dass es was schneller geht. Zack und zack. Wir müssen auch die ganzen Stöcke sammeln für die, ne? Für die ganzen Drying Racks. Und dann muss er Fische holen. Haha, das wird auch noch lustig, du. Ja. Gib mal her. So. Weg. 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 Und weg. Die Frage ist, wie kriegen wir die da drauf? Erstmal alle raus hier. So, raus ist das Zeug. Passt, perfekt. Ich hätte jetzt gerne eine Türe schon mal hier. Wupp. So, wobei die, glaube ich, verkehrt rum ist, ne? Aber ist egal. Passt schon. Schon wieder wer da? Ruhe hier. Oh, schlimm, ey. Kein Holz mehr, ne? Jetzt fehlt dir echt genau ein Holzbrett. Nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Sehr schön. So, komme ich hier durch? Komme ich. Muss das hin? Sehr gut. Gefällt mir. Also, wir können hier rein und raus. Holen wir uns Stöcke von hier. Alle am besten, dass wir die Dinger bauen können hier. So. So, sammeln wir die hier auch noch ein. Gucken, ob wir die fertig kriegen. Ich habe keine Ahnung. Nein, das war's. Stöcke leer. Okay. So, da ist noch einer. Können wir die hier nicht über Infected oder so klein machen?
Die haben unsere Plane hier kaputt gemacht, sehe ich gerade, die Säcke. Die Säcke. So, jetzt haben wir keine mehr von 21. Schlafen wir mal gerade. Ich hoffe, wir können hier schlafen. Ohne, dass wir wach gemacht werden. Können wir, super. So, trinken. Weiter geht's. Sind hier voll straffes Programm und so. Dann haben wir noch einen zweiten Kommentar vom lieben Waldi, Lord Waldimort. Der schreibt, weiter so, macht Spaß. Dankeschön, Waldi. Ja, es macht Spaß. Mir macht's auch Spaß, sonst würde ich ja hier nicht so viel spielen, ne? Auf jeden Fall für Baumeister richtig, richtig gut. Story ist jetzt nicht so meins, muss ich sagen. Irgendwann werden wir die auch mal durchkriegen. Burnt, guckt. Okay, brauchen wir gar nicht. Wir haben noch. Ja, macht nix. So, erstmal hier das Fleisch. Warum zum Teufel ist der Fisch eigentlich verbrannt? Würde ich gerne mal wissen. Irgendwas muss ich gemacht haben. Wenn ich wüsste, was. Ha, das hat's aber gehört. Dankeschön. Der wird direkt aufgehangen. Du gehst mal, bleib da, bau, hol Stöcke und fallen lassen hier. Bitteschön. Mach mal, ich hänge den Fisch hier auf. So, zip. Ja, bitteschön. Fertig. Ein Fisch ist dran. Wir brauchen Stöcke, die er holen gehen kann. Dann gehen wir jetzt noch ein bisschen, Dankeschön. Gehen wir noch ein bisschen mit der Seilpistole arbeiten hier. Roden wir denen da hinten mal alles weg. Dass sie sich freuen. Der weiß ja, wo er das Zeug hinschmeißen soll. Junge, 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 wie ich sowas hasse hier. So, guck mal hier, Spinnennetz. Wir nehmen jetzt mal den Kollegen. Dann können wir rundherum alles wegschießen. Voll machen. Geh mal da dran. Ich hoffe, das reicht und wir streifen nicht den Boden. Und mal gucken, ob das Seil noch so lang ist. Oder ob er jetzt sagt, Ende. Ja, wenn man ganz logisch arbeitet, müsste es eigentlich Ende sein. Dürfte es gar nicht so lang sein. Guck mal. Aha. Geht das? Ha, perfekt. Na, passt du da auf, Virgie? Aber ich glaube, wir kommen gar nicht da dran, ne? So hoch ist das. Könnte das möglich sein? Dieser. Oh nein, das ist ein Hirsch, ne? Da. Ja, da ist ein Hirsch. Okay, hab nichts gesagt. Müssen wir gucken, ob wir da dran kommen. Oder ob das zu hoch ist. Weil es ist schon sehr hoch. Wobei, wenn man hier ein bisschen hüpft, dann geht das. Wir müssen ja eh erstmal alle Bäume fällen. Also von daher passt das. Fall um. So, dann kann ich gerade hier rüber gehen und zip. Unser Aufnahmeprogramm ein bisschen hochhüpfen lassen. Dankeschön, Dankeschön. Hochhüpfen lassen. Ich meine natürlich, sehr clever. Oh Mann, ey. So, hochschieben, sodass ich sehe, wie lange wir hier dran sind. Wir müssen auch noch nicht alles machen. Ne? Es reicht ja, wenn wir ein paar machen, sodass wir unsere Bude da fertig bauen können. So, aber da haben wir auf jeden Fall schon mal wieder eine neue Ecke hier, wo wir wo wir Holz fällen können. Weil, wie gesagt, diese ganzen Glitches mit Holz duplizieren und so, zumindest bei mir, funktionieren sie nicht mehr. Ich schätze mal, das wurde alles gepatcht. Jetzt mit den ganzen Hotfixes. So, dass das nicht mehr geht. Ist ja auch vernünftig. Und das Einzige, was jetzt noch gehen würde, ist, wenn man hier mit Tastenkombination und was weiß ich, das Cheat-Menü aufmacht. Da kann man das einstellen, dass du dann den einen Lock hier so in der Hand hast und immer weiter bauen kannst, ne? Ja, aber ich weiß nicht. Fühle ich jetzt nicht so, muss ich sagen. Schauen wir mal, was das gibt. Ich weiß nur, das Kannibalendorf, das steht bald da im Freien. Vorsicht, Virginia.
Nicht, dass du jetzt auch die Mappe kriegst. Rein da. Sehr gut. Der müsste gleich jede Menge Stöcke gesammelt haben. Hoffe ich zumindest. Kelvin. So. Alles aus dem Wald. Ab zu uns in die Base. Schwupp und schwupp. Keine Ahnung, ob die überhaupt nachwachsen können. Das ist so ein Mysterium. Die einen sagen ja, die anderen sagen nein. Der nächste sagt alle 30 Tage. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich keine Lust, 30 Tage hier zu warten. Wir sind jetzt schon 50 Tage am Spielen. Haben wir eben den Erfolg gekriegt vor der Aufnahme, aber ja. So. Und so. Zack, zack. Mach doch kein Loch da rein. Was soll das? Vor allem, ich find's auch lustig, wie die hier durch die Schnur fallen und die einfach liegen bleibt, ne? Der Schnur passiert nix, aber gar nix. Da brauchst du keine Angst haben. Einmal, zweimal. Danke, danke. Einmal, zweimal. So, und so. Wo ist Virginia hin? Die soll auf uns aufpassen hier. Geht's noch? Pass auf uns auf. Ist gefährlich hier im Wald. Da ist er doch. Sehr gut. Da hinten sind auch noch ein paar. Gucken wir mal, wie viel wir hier zusammenkriegen. Wahrscheinlich sind die wieder schneller weg, als du gucken kannst. Wieder hier alles abroden, um dieses kleine Häuschen zu bauen. So, und so. Da juckt es an der Backe. Au, Backe. Ich glaube, da hinten war den ihr Dorf, ne? Irgendwo da. Aber schön. Haben wir schon wieder Herbst. Kommt bald der zweite Winter, ne? Muss ja auch mal sein. Ja. Hallo. Jetzt bald. So. Die Laubbäume hier, die gehen viel schneller als die Nadelbäume. Muss ich sagen. Na, Ausdauer voll. Ich hoffe doch. So. Nicht, dass Kelvin gleich wieder Besuch hat und sich alleine da gar nicht wehren kann. Ich glaube, die hier, die schmeißen wir jetzt noch hier drauf und dann gehen wir erstmal gucken, wie weit wir bauen können. So. Na, guck, hier unten liegen auch noch alles Bäume. Rainer. Da liegt einer. Wie weit rollen die hier? Hallo? Muss den ganzen Weg laufen? Da liegen auch noch ganz viele. Nee. Auf geht's. So. Oh, wenigstens hier unten haben wir jetzt bald alle weg. So, alles eingesammelt, bis auf die zwei. Die habe ich auf dem Weg noch gefunden. Die schmeißen wir gerade so dahin. Jetzt gucken wir mal, was Kelvin da macht. Oh, nice. Nehme ich gerne. So, die hier, die müssten wir dann auch mal alle hier hinstecken. So, dass wir die anspitzen können. Was habe ich gesagt? Was machen die denn hier? Jawohl. Der denn aus? Virginia? Mama. Kelvin rennt wie ein Hase. Will ich mal zuerst hauen, ne? Jawohl.
Was war das? Mann, 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 ey. Seid ihr jetzt mal alle weg hier? Boah, halten die aus, ey. Ha, perfekt. Perfekt. Stehen die alle an der Haustür und boxen da rum. Was mit dem hier? Dankeschön. Können wir nämlich direkt unsere wieder voll machen. Haben bestimmt noch welche übrig. Zwei. Ah, lecker. Nein, ich will die Haut und nicht ihn selber. So. Sieht man das eigentlich, wenn man ihn gehäutet hat? Nein, sieht man nicht. So, dann lass mal gucken, wie viele haben wir. Alles voller Blätter hier. 10 Stück. So, nochmal 4 Stück. Haut. Genau. Ekelhaft. Na, das passt schon. Das passt schon. Mann, Mann, Mann. Hier noch 2. Sehr gut. Wo ist der hier? Da. Die sehen aus, ey. Keine Augen, nix. 3. Liegt hier oben irgendwo noch einer? Also Virginia kennt nichts, ne? Die hat die einfach gnadenlos zerlegt hier. Mit der Schrotze. So, da sind die Stiggis. Sehr gut. Da liegt das Holz, aber ich glaube, so viel ist das nicht. Da ist aber auch viel nach hinten gerollt. Zack. Fertig. Fertig. Dein Ernst, jetzt fehlt da einer. Da, komm, ich sammle die mal alle auf hier. Wo ist Kelvin? Der ist bestimmt abgehauen, ne? Hatte die Schnauze voll. So, der Rest kann man wieder hier rein. Schon wieder wer da. Mann, 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 ey. Heute ist aber wieder was los hier, du. Weg hier mit dir. So. Der auch. Alter, fliegt der. Holy shit. Und das Geile ist, sie braucht keine Munition dafür, ne? Wie geil ist das bitte? So. Sehr gut. Lass sie mal rumballern da. Gefällt mir. So, alle rein da. So viel wie geht. Bitteschön. Wir holen uns jetzt hier hinten unsere Stämme. Das ist jetzt natürlich von hier wieder ein bisschen weiter weg, aber wird schon gehen. Vielleicht sollten wir Kelvin sagen, wenn er wiederkommt, er soll schon mal Fische sammeln. Die kann er dann hier irgendwo hinwerfen. Voraussetzung ist, er muss natürlich erstmal wiederkommen jetzt. Ich glaube, der hat ein bisschen Angst. Kann das sein? So, wenn wir die Wände voll haben, dann würde ich gerne mal gucken, dass wir ein Spitzdach da drauf kriegen. So ein kleines. Das würde mir gefallen. Da, 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 da. Hauptsache, das ist hier mal alles zu. Da freuen die sich. Das heißt, die freuen sich. Ich freue mich, weil wir mal Ruhe haben hier. So. Ah, guck mal hier. Dankeschön. Das hier. Da ist er noch. Sehr gut. Der fleißige Kelvin. Ich hab dich gesehen. Komm her. Wo bist du rumgehüpft? Oder war das wieder einer von den Deppen? Nein, da läuft Kelvin. Er ist wieder am Sammeln. Da müssen wir warten, bis er herkommt. Hat wieder welche hingeschmissen, ne? Jo. Sehr fleißiger Junge heute.
Habe ich sie da schon wieder schießen hören? Oder habe ich mir das eingebildet? Ja, ich glaube, ich habe es mir eingebildet. Das war der Sound hier. Ja, Virginia ist schon eine Marke, ey. Die fackelt nicht lang. Die macht keine Gefangenen hier. Trinken müssen wir auch schon wieder. Da kommt er. Sehr gut. Halt, komm mal her hier. So. Hol Stöcke, Fisch und mir geben, fallen lassen. Folge mir, mir geben, fallen lassen. Hopp, hopp, geh Fisch holen. Ich räume das hier mal weg. So, kommen wir da hier ran. Drauf da. Liegt hier noch was? Nicht, dass ich wüsste. Okay. So. Sehr gut, sehr gut. Guck mal, das meinte ich. Ich dachte, das reicht, ne? Aber wir haben gerade mal die Wände halb fertig damit. Es ist natürlich ufti-bufti, du. Ufti-bufti! So. Machen wir das hier mal komplett zu. Dass wir da dran kommen. Dass wir mal gucken können, dass wir hier das Spitzdach gebaut kriegen. So. Ich hoffe, er hat schon ein paar Fische gefangen hier. Nein, ich habe Stöcke. Haha. So, jetzt brauche ich einen, der da hochgeht. So wie da hinten. Und dann müssen wir einen halb machen. Ich hoffe, das reicht. Gucken wir mal. Niemand da. So, darf ich den hier reinstellen? Darf ich. Den würde ich aber gerne... Geht das so? Lieber so? Wir probieren es erstmal so. Schmeiß da rein. Und jetzt brauche ich... Das müsste so auch gehen. Gib mal zwei. Gucken wir. Die Frage ist halt nur, ich glaube, wir kriegen das da nicht zu, ne? So und so. Wäre das dann. Kriegen wir den noch da rein? Ich will den nicht da drunter machen, Junge. Ich will den... Ey. Ich würde ihn gerne hier reinlegen. Oder muss der dann nochmal kleiner gemacht werden? Gucken wir mal, ob der so da reinpasst. Hä? Was ist das jetzt? Runter da. Nee. Okay. Was ist das denn? Auch nochmal rein. Nein? Gut. Gut zu wissen. Einen umsonst bekommen, ne? Ups. Mensch. So, dann machen wir halb. Müssen wir jetzt ein bisschen rumprobieren. Das geht schon. Kriegen wir den dahin? Den würden wir so dahin kriegen. Die Frage ist jetzt, aber guck mal, das reicht immer noch nicht, ne? Ich glaube, das muss dann offen bleiben, oder? Kann das sein? Warum kriegen wir das an der Seite nicht ganz zu? Gib mir mal so einen kleinen, den könnten wir jetzt da drauflegen. Wenn wir nicht runterfallen würden. Alter. Aber wir sind ja auch gerade Seiltänzer. So.
So, und dann hast du da halt die ganzen Lücken. Das ist ja Blödsinn, ne? Das ist ja Blödsinn. Also, das kannst du echt da runterholen. Da guckst du Virginia, ne? So, kann ich ihn irgendwie hier hinsetzen? Nein. Dann mach mal weg. Dann nehmen wir wieder den. So. Zack. Dann müsste es da oben offen bleiben. Weil ich weiß nicht, wie wir das zumachen sollen. Wenn du weißt, wie man das zumachen kann, darfst du es gerne in die Kommentare schreiben. Kein Problem. So, machen wir da noch einen hin. Ist ja auch nur 3. Das müsste eigentlich locker passen. So. Hinten die andere Seite könnten wir schon mal zumachen. Schwupp, schwupp. Was machen eigentlich die Fische hier? Sind mittlerweile mal ein paar Fische da? Ich sehe keine. Muss Kelvin den Fische fangen? Wenn ich fragen darf. Weil das Ding mal voll werden soll. Sonst müssen wir die ganzen Gammlingen rausholen. Mit der Reuse. Und da mal ein bisschen weitermachen. So und so. Und dann noch 2 da hinten drauf. Und dann ist schon wieder alles weg. Also, mitnichten hat es gereicht. Eieiei. Eieieiei. Das hier voll. Das hier voll. So. Wunderbar. Die Seite voll. Das heißt, jetzt kommt noch einer in die Mitte. Gib's mir das mal. Möchte ich gerne hier hoch. Warte, da hat man noch einen. Guck, hier haben wir noch einen. Schluck auf. Ja, das war der. So, hier hin. Selbe Höhe, jawohl. Ach, du bist das. Erschreckt mich doch nicht so. Dachte ich gerade, er hüpft hier wieder bei uns rum. So, und so. Und jetzt brauchen wir die Balken in der Mitte. Dafür müssen wir aber erstmal hier überall wieder was hinstellen. Dass wir das Dach zukriegen. Wo zum Teufel ist Kelvin? Irgendwo da hinten am See. Da ist er doch. Würdest du jetzt mal Fische holen? Wo schleppt er die hin? Der sollte die hier hinlegen. Hier. Und hier ist nix. Steine sind hier. Da machst du was mit, ne, Virginia? Da machst du was mit dem Kerl. Unglaublich. Unglaublich. So. Bäume sind weg. Jetzt macht er Pause. Zack. Immer noch. Fisch und fallen lassen hier. Ab in Dreck. Wir brauchen was zu essen. Mach weiter. Mann. Kann ich so einen kleinen davor setzen? Das wäre lustig. Nein, kannst du auch nicht. Den könnte ich so setzen. Yay. Und die anderen hier? Dann kann ich sie später wiederholen, wenn ich sie brauche. Die kannst du hier gar nicht setzen, wie man sieht. Da kann einer hin, dann ist er weg. Da kann einer hin, dann ist er weg. Okay, interessant. Da geht's hin, aber hier wieder nicht, ne? Siehst du, da noch. So. Hallo. Nix. Ah, das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. Das Feuer. Sonst noch irgendwas hier?
Mal gucken, wie wir ganz eng, wie die hier einfach mittendrin sitzt. Steine, Steine, Steine. Alles nur kleine Steine. Der hat echt immer noch keinen Fisch geholt, ne? Nö. Der ist da hinten irgendwas am Machen, aber ob der Fisch bringt, ist die andere Frage. Da hinten. Wie ist der jetzt so schnell da hingekommen? Kann er durch Wände gehen? Na, auf jeden Fall hat er ein paar. Dann gucken wir mal gerade, ob er was bringt. Da bin ich gespannt. So, vor allem, wo der jetzt langläuft. Den ganzen Weg außen rum oder... Okay. So geht das wohl nicht. Kann es sein, dass er die Fische da hinschmeißt? Ja, guck. Da und da. Dankeschön. Hast du gut gemacht. Du sollst sie nach da hinten bringen und nicht hier hinschmeißen. Oh. Es regnet, es regnet. Alle werden nass. So. Tue ich die mal hier rein. Ah, Mann, ey. Diese Pfeife. Drei Stück schon. Das ist vergammelt. Super. Ganz, ganz toll. So, hier muss noch Holz rein. Da muss noch Holz rein. Hier muss noch ein Dach drauf. Das wird auch lustig. Gucken, ob wir die hier überhaupt hingestellt kriegen. Da bin ich mal gespannt. Hallo, wie geht's? Ich will jetzt noch mal gerade was ausprobieren. Gib mir mal ein paar. 8 Stück. So. Stöckis hier. Kann ich die jetzt so hier hinstellen? Die Frage ist nur, wie kann ich die dann von uns weg? Ja. Boah, kann ich die... kann ich die echt so nah aneinander stecken? Wir brauchen Stöcke. Da kommt nichts mehr durch. Wenn wir die so hier hinmachen. So. So, war's das? Nein, wir haben noch einen. Nee, doch nicht da. So. Hier noch ein. Hallo, weg da. Guck dir das mal an. Wenn ich die jetzt alle so mache. Ja, nicht kaputt machen. Hallo? So. So, dann haben wir schon mal einen kleinen. Weil, wenn wir den noch mit den Steinen verstärken, das sollte gehen. Zack. Bin mal gespannt, was da rauskommt. Ja. Ich will den Stein nicht. Ja, den will er irgendwie nicht hier. Doch, so schräg. Kann ich das Tor auch noch zumachen dann? Kann ich. Oh, sorry. Pass auf, die pieksen. So, Steine sind hier, ne? 2, 3. Ja, immer schlagen. Na? Wunderbar, ne? Wunderbar. Die machen richtig Aua, du. Da bin ich mal gespannt. Der steht jetzt natürlich draußen, das ist doof. Der müsste eigentlich drinnen stehen. Schade. Ich weiß nicht, ob wir den... Wir probieren es einfach aus. Gib her. Ich kann ihn komplett nehmen. Nice, dann stellen wir ihn rein. Sehr gut. Dann... schon bin ich durchgerannt. Die gute Rüstung. Stell ihn mal hier hin. So, hier kann er wieder voll werden. Sehr gut. Ja.
Räucherkammer halb fertig, die ersten Spikes aufgestellt, wieder ganz schön spannend gewesen, ne? Und schau mal, wie es weitergeht. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen Holz sammeln gehen, so dass die Räucherkammer nächste Folge fertig wird. Du kannst, wenn es dir gefallen hat, einen Daumen hoch da lassen. Und ich sag wie immer, danke für deine Zeit.